Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Resurrection. Ich bin's, der Black. Und ja, ich musste nur schnell anmoderieren. Zwergi hat extra auf mich gewartet. Keine Ahnung, ob du weißt, dass ich da immer eine Folge anmoderiere oder ob ich nur zufälligerweise da bin. Weil, wie gesagt, nicht jeder kennt mich. Wäre auch merkwürdig. So, okay. So, wir gehen mal runter. Letzte Folge haben wir ja einiges geschafft. Also, wenn das wirklich in dem Tempo weitergeht, bin ich diese Folge 100. Ich werde jetzt trotzdem die Gruppe hier nicht verlassen. Weil, wie gesagt, es geht hier so schnell weiter. Und 101 muss ich ja, glaube ich, auch noch hier machen. L. Deswegen wird es wahrscheinlich so sein, dass ich hier noch ein bisschen weitermache. Nach 100. Bevor ich das ganze andere Zeug annehme. Aber auf jeden Fall, ich schaffe heute Level 100, wenn es alles klappt. Vorausgesetzt natürlich, wir schaffen wirklich die 20%, die ich in letzter Folge ausgerechnet habe. Und ich habe mich nicht verrechnet. Würde eh die letzte Folge werden, beziehungsweise nicht die letzte, die vorletzte Folge. Danach will ich, wie gesagt, noch ein paar Schnecken hier machen. 3 Folgen am Stück. Da hätten wir ordentlich was gespart. Ja, schauen wir mal. So. Hopp, 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 hopp. Die noch mit rein. Sehr gut. Persönliche Rache. Quest annehmen, Quest beenden. Es sieht gut aus, Leute. Es sieht gut aus. Wie gesagt, wenn, dann wird es natürlich Ende der Folge werden. Aber die Möglichkeit, obwohl, na, vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. So, okay. Zwergi läuft wieder. Die Pia. Mit Pia hatten wir ja auch, glaube ich, schon mal irgendwie zu tun gehabt. Ich weiß nicht mehr, wie. Auf jeden Fall kommt mir der Name bekannt vor. Aber in guter Erinnerung. Also ich kann mich nicht dagegen sträuben, dass der Name irgendwie mir schlecht in Erinnerung vorkommt. Also ihr könnt es ja mal, wenn ihr ein besseres Gedächtnis habt und wisst, wo ich die Pia mal getroffen haben sollte, oder ob ich sie mal getroffen haben sollte, könnt ihr es ja mal einfach in die Kommis schreiben. Dann, ja, entscheiden wir da. So, Quest beenden. Hopp. Persönliche Rache, wiederholbar. Quest annehmen. Woo, jo. So. Ich bin soweit. Da fehlen noch 18%. Also jetzt habe ich quasi 1% mal umgelevelt. Das ist halt so wild. Oder umgelevelt. Wie nenne ich das am dümmsten? Ich habe 1% halt mehr oder weniger liegen lassen. Weil, ja, ich kein volles Prozent geschafft habe. Schade, aber nicht zu ändern. So, kommt mal alle mit hier, lieben Freunde. Hopp, hopp, hopp. Und einmal drauf. Sehr gut. L, Belohnung. Quest beenden. Nochmal L. Persönliche Rache wieder annehmen. Und weiter geht's. Ja, hallo Schatz. Schatz steht hier oben ohne, aber die Cam ist an. Diesmal ist sie wieder an. Also, Vorsicht, mein Hase, Vorsicht. Achso, ich muss erstmal warten. so, okay. Aber du kannst gerne reinkommen. Traust dich nicht? Dann kriege ich halt einen Bann auf YouTube. Dann schön, wenn du mit wackelnden Brüsten durch die Gegend rennst. Ja, übrigens. Ja, was? Nächste Woche. Okay, alles klar, muss ich einplanen, kriege ich hin. Ja, schön, dass du mir das direkt in der Aufnahme sagst und nicht einfach danach. Das ist, ja, gestern hat schon einer geschrieben, ja, eigentlich stört sich deine Freundin und ärgert dich seine Freundin immer nur bei Minecraft. Hier, nein, wieder Gegenbeweis. Das macht sie auch so. So, okay. Mua, mein Schatz. So, hopp. Jetzt habe ich nicht abgegeben, glaube ich, ne? Ne, angenommen habe ich nicht. Annehmen, Quest annehmen, so und weiter. Aber sicher. So. Da hat sie mich aber ordentlich gestört jetzt gerade. Tja, also wenn ich jetzt nicht 100 schaffe, dann ist Freundin schuld. Hahaha. Die große Tortenschlacht A hat begonnen. Das ist toll. Ich mag ehrlich gesagt die Wasserschlacht lieber als die Tortenschlacht. Also, kommt alle mal rein, meine Freunde. Ja, hopp. Alle herkommen. L, Belohnung. So. Quest beenden. Und noch einmal. Quest annehmen. Juhu. Und auf Pferd. Und ja, Nase juckt mal wieder. Aber das ist ja normal. So, los geht's. Morgen, wie gesagt, morgen ist auch wieder Aufnahme geplant. Diesmal höchstwahrscheinlich, wenn alles wirklich gut geht und wenn alles so klappt, wie es klappen soll, ist in der morgigen Aufnahme dann halt, vorausgesetzt, hat Zeit und Lust, das neue Minecraft-Projekt habe ich geplant, habe ich ja gesagt. Das wird dann halt nach Resurrection erst anlaufen, wenn das erst richtig beendet ist. Da wird es also noch ein bisschen laufen. Also bis zu 400 habt da noch ein bisschen Resurrection. Und dann gibt es Minecraft Enemy, beziehungsweise wenn bei dir eine Lücke entsteht, kann es sein, dass ich das, sagen wir mal, ja, schon ein bisschen eher starte. Aber erstmal sehen.
erstmal gucken. Weil du hat immer noch gesagt, er weiß nicht, es kann sein, er will es mir heute Abend nochmal schreiben. Oder wollte mir jetzt gestern Abend nochmal schreiben, ob das ist, was wird mit der Aufnahme. Es kann aber auch sein, dass es nichts wird. Der hatte nämlich Geburtstag. Schreibt ihm nachträglich alles Gute mal in die Kommentare. Das war vorgestern, glaube ich. Vorgestern. Bestimmt. Bin mir nicht sicher. Flup. Schreibt ihm alles Gute zum Wurzeltag in die Kommis. Ja, das wäre toll. Er würde sich bestimmt freuen. So. Aber nachträglich nicht vergessen, weil es sind ja schon ein paar Tage weg. So. Ansonsten, ja, fast 10%, fast 6% haben wir. Also 7 Runden haben wir jetzt gemacht. Wir sind bei 5 Minuten. Das heißt, wir haben nochmal 5 Minuten. Das heißt, wir schaffen theoretisch nochmal 14%. Das müsste eigentlich ausreichen. Theoretisch. Theoretisch müsste es reichen. Praktisch könnte es sein, dass es nochmal ein bisschen eng wird. So, Wasserschlacht B hat jetzt auch begonnen. Aber ja, wegen, ihr wisst schon, aus bekannten Gründen werden wir das hier jetzt einfach so weiter mal ziehen. Weil wäre ja Blödsinn, jetzt erstmal das ganze Zeugs anzunehmen. Das machen wir dann in der nächsten Folge voraussichtlich, oder in der übernächsten besser gesagt. Weil, wie gesagt, solange ich hier eine gute Gruppe habe, sollte man es ausnutzen. Pia ist weg. Ja, okay. Okay, biba, so. Ja, danke auch für Gruppe. Ich denke mal, das schaffen wir im Notfall auch so. Ich hau mal so noch eine Dingens drauf. Treffrolle brauche ich jetzt nicht wirklich. So. Muss ich jetzt ein bisschen mehr auf mein Leben achten. Aber ich denke, das kriegen wir gebacken. So. Und so. Und immer feste drauf. Sehr schön. 15 Stück. Klasse. Quest beenden. So, so. Düdüb. Aber sicher. Juhu. Sehr gut. Nächste Runde. Nächstes Glück. Ist er schon gelaufen? Ja, ist gelaufen. Oder er. Zwergi, weiß ich nicht, ob er Männlein oder Weiblein. Ich glaube eher Männlein. Vom Rino her. Und Zwergi, ich denke eher Männlein. Bin mir nicht sicher. Ich habe jetzt auch nicht auf den Char geachtet, was der ist. In der Regel ist es ja so, Männlein nehmen, echte Menschen nehmen, Real-Life-Menschen, Männlein nehmen öfters gerne mal weibliche Chars. Bei Weiblein ist es seltener, nicht auszuschließen. Aber es ist auf jeden Fall seltener, dass die einen männlichen Char sich hochziehen. Sieht man ja bei Dü, der ist permanent als Mädel unterwegs. Kleine Transe, hahaha. So, okay, nächste Runde, nächstes Glück. Klappt auch ohne Pia ganz gut. Aber nicht zuletzt deswegen, weil Zwergi ja wirklich auf schon auf 107 ist. So, schauen wir mal, wie lang wir das hier durchziehen können. Wie lang Zwergi hier gut zu tun hat und wie lang nicht. Flupp, bis jetzt auf jeden Fall super Job. Läuft gut. So. Ich wollte gerade sagen, da läuft eine weg. Ja, Zwergi rennt schon hinterher. Ausreißer. Also, L abgeben. Aha, aha. Beenden. L. Verfügbar. Quest annehmen. Aha, aber sicher. Okay. Na dann, würde ich mal sagen, Pia ist wieder da. Oh, WB. Flup. WB. So. Lalalala. Oh, danke schön für die Buffs. So, na dann würde ich mal meinen, soweit? Ja, soweit. Ich weiß nicht, braucht man auf 102 immer noch solche Viecher oder, nicht? Ich dachte, 102 wäre schon die verrückten Schnecken. Kann mich natürlich auch irren. Wäre nicht das erste Mal. Aber ich dachte, 102 wären schon die verrückten Schnecken und 100, also 100, 100 und 101 die normalen. So, so, so. Plupp. Okay. Sehr gut. Er wusste nicht, dass man auf 101... Achso, der ist ja 101. Okay. Jo. Plupp. Quest beenden. Ab 102 dann die anderen. Genau. Tür klingelt. Das heißt, Zwergi muss mal kurz Pause machen. Okay. Ich kite mal so lang. Vielleicht kriege ich da eine Runde zusammen. In jedem Fall, wie gesagt, wenn nicht, dann ist es jetzt auch nicht so wild.
Die dumm, die dai. Alles Hauenberei. Kommt mal zu mir, meine Freunde hier. Zip und zip. Das geht auf jeden Fall deutlich langsamer. Aber es geht. Hopp. Und tipp. So, 6 von 15. Habe ich wohl einige vergessen. 6 von 15, das ist ja wenig. So, und da oben habe ich auch wieder einen liegen lassen. Hab verwirrt. Ich denke mal, es dürfte bald zurück sein, je nachdem, wer an der Tür ist. Ob es nur die Pizzalieferung ist. Obwohl Pizzalieferung um 11 Uhr. Selten, selten. So. 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 Hauen wir mal die hier weg. Und dann können wir erstmal abgeben. Belohnung. Quest beenden. So. Dann machen wir erstmal hier, weil Pia, solange sie mich heilt hier, kann sie ja auch nicht abgeben. Jetzt aber. So. Noch einmal. Belohnung. Quest annehmen. Tabellenhelm. Aber sicher. Okay. Und damit hätten wir die nächste Runde gemacht. Pia dürfte jetzt auch soweit sein. Ich renne einfach mal los. Hopp. Warum kriege ich die eine Spinne nicht? Spinne, sage ich schon. So, hopp, hopp, hopp. Leicht Lex heute wieder. Aber ja, das hatten wir das letzte Mal ja auch schon. Und dann hat es sich gegeben. Vielleicht liegt das auch wirklich am Wochenende, dass die Server da ein bisschen von Haus aus Stärke belastet sind. Oder eben nicht. Wir werden sehen. Wir werden sehen. So, also mit 100 wird es wahrscheinlich nichts, dadurch, dass ich jetzt hier, wie gesagt, das wäre eh kurz vor knapp gewesen, wären wir halt in der nächsten Folge 100. Das ist jetzt halt auch nicht so wild. Da gibt es Schlimmeres im Leben. Wasserschlacht gibt es noch, okay. Toll. Ja, das müsste eigentlich reichen hier, theoretisch. Es sei denn, ich habe was vergessen. Ne, ich habe nichts vergessen, es sind noch zwei. So, L. Belohnung L. So, hopp. Annehmen und Quest beginnen. Aber sicher. Und nächste Runde, nächstes Glück. Aber auf jeden Fall, wir sind unter 100%. Das heißt, wir haben, na gut, wir haben noch zwei Level vor uns dann. Aber wir haben auf jeden Fall, wir haben fast ein dreistelliges Level. Und das so schnell. Also das kenne ich. Von früher hätte ich das nicht gedacht. Von früher hätte ich das nicht gedacht. Wir haben, ja. Ich sag's mal so. Bolzen ist in der nächsten Folge theoretisch mein stärkster Char, auch von den Erfahrungspunkten her, weil der Nagel ist Level 100 und ist, auch wenn er schon ein paar Quests gemacht hatte, durch Helga und so weiter und so fort, und weil ich dann nicht immer wieder Tefa aufgelegt habe und nicht damit gerechnet habe, den jemals weiter zu spielen, ist Nagel halt auf 100 stehen geblieben und ist teilweise, weil er bei Tefa, bei Helga ja auch ab und zu mal gesterpselt ist, ist er halt auf, ja, auf 0. 0. 0? Also sprich 0% und hier jetzt einfach mal, kann man sich nicht beschweren. So, halt, ich muss ja erstmal hier, so, bin ja genug. Ja, hopp, hopp. So, habe ich nämlich gar nicht dran gedacht, dass ich hier anhalten muss. Das passiert. So, ich gebe mal ab. Quest Belohnung, aha, aha, Quest beenden. L, Pia hat auch schon abgegeben, das hat man daran gemerkt, dass er gerade nichts gemacht hat. Oh, das war doof. Aber es ist okay so. Hm, Quest annehmen, Quest annehmen. Aber sicher, okay. So. Solange nichts zu tun ist, braucht sie ja auch nicht unbedingt Dauer heilen. Das wäre ja auch Verschwendung von Mana von ihrer Seite her. Und man soll ja nichts verschwenden. Lalalala. Sverje hat jetzt gerade wirklich ein bisschen länger AFK, aber das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Wie gesagt, ich bin ja auch noch da. Ist ja nicht so, dass wir jetzt warten müssten. Es wäre schlimmer, wenn wir warten müssten, wenn ich jetzt einen Clary oder sowas hätte, der alleine, ja, nichts machen kann. Gar nichts. Aber wir sind, ich sag mal so, wir sind, glaube ich, nicht doppelt so schnell mit Sverje, sondern dreimal so schnell oder sowas vielleicht sogar. Weil das ist schon einiges, was wir hier anstatt zu rennen noch laufen. Und dann brauchen wir noch länger und etc. pp. Also insofern, aber wichtig ist, es geht wenigstens voran, ne? Das ist immer wichtig. So. Und wenn es ein bisschen länger da vorangeht oder kürzer, ist ja egal. So, hopp. Plupp. So, persönliche Rache wiederholbar. Quest beenden. Noch einmal. Persönliche Rache wiederholbar. Quest annehmen. Juhu.
Nächste Runde, nächstes Glück. Pia müsste soweit sein. Ich nehme mal den Helm mit. So. Achso, halt. Ja Gott, machen wir jetzt die Runde noch. Komm. Ich wollte jetzt eigentlich die Folge beenden. Ist ja schon soweit. Aber ja, eine können wir noch. Das kriegen wir hin. So. Und nach dieser Runde, dann werden wir mal ganz gemütlich Pause machen. Und ja, machen aber auch noch einen hinten ran. Ich will auf jeden Fall 100 werden. Das kriegen wir auf jeden Fall in dieser Aufnahme hin, nicht mehr in dieser Folge. Ein bisschen zu früh gefreut am Anfang. Aber ja, wie gesagt, lässt sich nicht ändern. Und es gibt Schlimmeres im Leben. Wir haben auf jeden Fall gut was weggeschnetzelt hier. Dank Zwergi. Kann man nicht anders sagen. Wie gesagt, ich bin fast am Überlegen, einfach, wenn er denn wieder da wäre, Ende der nächsten Folge, zu sagen, jo, ich mache hier noch ein bisschen mehr, weil das doch schon ordentlich was gebracht hat hier. Ich sollte mich vielleicht öfters mal auf jeden Fall Gruppen anschließen. Und wenn es wirklich nur eine Viertelstunde ist, dann ist das so. So, L, persönliche Rache, Slugs abheben, Quest beenden, okay, L, Rache annehmen, so, okay. Und ich würde sagen, für heute reicht's dann. Wir machen morgen weiter, selbe Stelle, selbe Welle, da werden wir dann auf jeden Fall Level 100. Bis zum nächsten Mal, bitte. Tschüss.